Wenn ich weiß, dass ich einen Fehler in meinem Video habe, möchte ich den natürlich beim ersten Bearbeitungsschritt rauslöschen. Das heißt, ich gehe an die Stelle, markiere den Bereich und könnte jetzt einfach dieses Scheren-Symbol hier klicken oder STRG X drücken. Dann wäre mein markierter Bereich aber in der Zwischenablage. Das brauche ich gar nicht. Und deshalb drücke ich einfach das Tastenkürzel STRG-Rückschritt-Taste. Damit wird dieser Teil ausgeschnitten und die beiden Clips werden sofort wieder zusammengeheftet. Ich mache das mal rückgängig, weil wenn ich nur die Rückschritt-Taste drücke, wird auch das Video ausgeschnitten, aber die beiden Teile werden nicht zusammengeheftet. Beides kann Sinn machen, zum Beispiel wenn ich hier noch was einfügen möchte oder einen Übergangseffekt verwenden möchte.